guten Tag. Mein Name ist Thorsten Poschmann und ich bin Museumspädagoge hier im Braunschweigischen Landesmuseum. Und ich möchte in diesem Video eine Kurzführung zur Völkerwanderung in Niedersachsen euch bieten. Hintergrund ist der, dass wir nach unserer großen Sonderausstellung Saxonis, das erste Jahrtausend in Niedersachsen, eine kleinere, aber mit ausgewählten Objekten ausgestattete Ausstellung spezifisch zum Thema Völkerwanderung im Schulcurriculum fürs Abitur 2021 aufgebaut hatten, die aber eben aufgrund der Corona-Situation jetzt nicht mehr im Schulhalbjahr von Schülern und Schulklassen besucht werden konnte. Insofern wollen wir euch jetzt die Gelegenheit geben, trotzdem diese Ausstellung wahrzunehmen. Dieses Video wird ca. zwischen 45 und 60 Minuten lang sein und in mehrere Abschnitte, mehrere Kapitel unterteilt sein, die ihr dann unten in der Videobeschreibung auch anklicken könnt, um euch im Zweifelsfall nicht das ganze Video von vorne bis hinten durchsehen zu müssen nochmal. Ja, das Thema Völkerwanderung in Niedersachsen. Zeitlich bewegen wir uns bei der Völkerwanderung im Grunde zwischen dem 4. und 6. Jahrhundert, wenn man das eng nimmt. Heute sieht aber die moderne Forschung, wie so häufig die Prozesse, die zur Völkerwanderung führen, wesentlich früher beginnend, nämlich ja, im Grunde seit dem Kontakt zwischen Römern und der germanischen Welt. Da werden wir dann im ersten vorchristlichen bzw. spätestens im ersten nachchristlichen Jahrhundert. Und die Auswirkungen der Völkerwanderung auch noch weiterführend bis ins, ja, über das gesamte Frühmittelalter hinweg, im Grunde bis zur Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahr 800, kann man sagen, da finden die Prozesse, die mit der Völkerwanderung zusammenhängen, erst eine Art Zäsur, eine Art Abschluss. Für unsere Region betrachten wir die Zeit auch im Grunde im gesamten ersten Jahrtausend, das heißt vom ersten Jahrhundert bis ins 10. Jahrhundert hinein sogar. Denn erst im 10. Jahrhundert, genauer gesagt 925, wird von einem Mönch, Widukind von Corvey, der hier auf dem kleinen Bild höchstwahrscheinlich nicht so gut zu erkennen ist auf dem Video, in dem Kloster Corvey eine Geschichte aufgeschrieben wird, die eben eine Einleitung zur Herkunft des Sachsennamens oder des Sachsenstammes enthält. Und das ist eben erst im 10. Jahrhundert, dass die Sachsen sich zum ersten Mal selbst als solche bezeichnen in einer Schriftquelle. Die ganze Zeit vorher sind alle schriftlichen Quellen, die wir über diese Menschen kennen, nur von ihren, ja, zum Teil Feinden geschrieben, beziehungsweise von Menschen, die sie von außen betrachtet haben. Das sind zunächst die Römer, später sind es die Franken, die, ja, Britannia, andere Länder, mit denen die sogenannten Sachsen eben in Kontakt kamen. Und die eben schon Schriftkultur hatten. Die, ja, vermeintlichen alten Sachsen selbst oder etwas allgemeiner ausgedrückt die Germanen, die besaßen keine eigene Schriftkultur. Einige fragen mich auch in den Führungen immer, naja, was ist mit den Runen? Ja, die Germanen kannten Runen als Schriftzeichen. Tatsächlich wurden die aber sehr selten benutzt, um längere Texte zu verfassen. Ironischerweise werden die ersten Texte in Runenschrift verfasst, erst im 10. und 11. Jahrhundert, nämlich von den Wikingern, die zu dieser Zeit schon christianisiert sind, also die Schriftkultur von lateinischen Völkern übernommen hatten. Also keine Schriftkultur der Germanen im Grunde in der gesamten Zeit, die wir hier betrachten. Was bleibt dann? Und deswegen führt uns der Weg auch ins Museum. Es bleiben archäologische Funde, die wir interpretieren können und sie mit den externen Schriftquellen in Vergleich setzen können. Wir starten jetzt um das Jahr 0 herum, mit der Zeit des ersten Kontakts zwischen Römern und Germanen. Es gibt dazu einige bekannte schriftliche Quellen. Eine ist zum Beispiel Caesar, der überhaupt diesen Germanenbegriff sehr stark mitgeprägt hat, indem er die Menschen westlich des Rheins zu Galliern und die östlich des Rheins zu Germanen deklariert hat. Und es gibt im ersten Jahrhundert Tacitus mit der Germania, aber auch den Annalen und anderen Quellen, in denen eben wichtige kriegerische Auseinandersetzungen hauptsächlich mit den Germanen beschrieben werden und die Kultur der Germanen beschrieben wird. In diesen Quellen ist von den Sachsen, also von den Menschen, die vermeintlich hier in Niedersachsen leben, übrigens noch überhaupt keine Rede. Es gibt eine große Anzahl an Völkernamen, die auftauchen in diesen Quellen, aber Sachsen oder eben auch die lateinische Version Saxones ist noch nicht dabei. Dieser Begriff taucht zum ersten Mal im
dritten und vierten Jahrhundert intensiver auf in schriftlichen Quellen. Trotzdem beginnen wir hier auch unsere Ausstellung mit dieser Zeit, denn das ist die Zeit, in der eben Germanen und Römer miteinander in Kontakt kamen und es zu einem Kulturaustausch kommt. Die meisten stellen sich das Verhältnis zwischen Römern und Germanen als ein hauptsächlich feindliches vor. Das hat viel mit der eigenen deutschen Geschichte zu tun, die eben sehr stark auf den Freiheitswillen der Germanen zielte im 19., beginnenden 20. Jahrhunderts. Viele kennen die Schlacht im Teutoburger Wald, also die Varusschlacht, als Germanen, also die Römer, also drei römische Legionen besiegen und sich damit sozusagen ihre Freiheit erkämpfen. Die Römer halten tatsächlich nicht die Provinz Germanien, bauen den Limes, ziehen sich hinter diese Grenze zurück. Das ist so die bekannte Geschichte, die zumindest bei den meisten ein wenig Aha-Effekte auslösen sollte. Im archäologischen Fundgut ist es allerdings so, dass wir durchaus feststellen, dass die Germanen und die Römer viele friedliche Beziehungen miteinander hatten und viele politische Verbindungen miteinander hatten und dass die germanische Elite, das heißt die Menschen von höherem Rang und Status, dem römischen Lebensstil nachstrebten. Alles, was wir euch hier in der Ausstellung zeigen, sind übrigens Funde aus dem Braunschweiger Land. Und in dieser Vitrine sind eben Objekte versammelt, die römischen Ursprungs sind. Und das heißt schon mal, dass diese römischen Objekte mehrere hundert Kilometer, ungefähr 400, 500 Kilometer fast vom Limes entfernt bis weit in eben germanisches Gebiet hinein vorgedrungen sind. Das hat vor allem mit einem großen Handelsweg, dem sogenannten Hellweg, zu tun. Die Römer haben entlang dieses Weges unter anderem Militärexpeditionen eben ins germanische Gebiet unternommen. Aber auch Handelswaren wurden einfach entlang dieses Weges transportiert. Römer und Germanen standen in regen Austausch. Viele römische Objekte waren sehr begehrt bei den Germanen. Wir beginnen mal mit dem Kessel hier rechts in der Vitrine. Das ist ein Kessel aus Bronze, und zwar ein ursprünglich römischer Kessel, den man gefunden hat in seiner Zweitverwendung bei den Germanen als Urne. Bei den Germanen war es üblich, die Verstorbenen zu verbrennen. Und diese verbrannten Knochen und die Asche und die Beigaben kamen dann zusammen in ein Gefäß, eben eine Urne, und wurden bestattet. Und besonders reiche Germanen leisteten sich eben, dies in solchen römischen Bronzegefäßen zu tun. Überhaupt Bronze ist ein begehrtes Importgut der Germanen gewesen. Das konnten sie nämlich nicht selbst herstellen, weil sie nicht an die Ursprungsprodukte dieser Legierung herankamen. Sie mussten Bronze aus dem römischen Imperium importieren. Ebenso importiert wurde römisches Geschirr. Hier hinten sieht man einige Fragmente eingebunden in so einen Teller. Das Ganze nennt sich Terra Sigillata. Das ist eine römische Keramik, die auf der Drehscheibe getöpfert wurde. Diese Drehscheibe hatten die Germanen noch nicht in Verwendung. Ja, und auf der Drehscheibe kann man dünnwandigere Keramik herstellen. Häufig ist sie auch noch verziert gewesen. Und das ist ein begehrtes Luxusprodukt gewesen. Es wurde in der gesamten römischen Welt verhandelt und eben auch von Germanen importiert, die etwas auf sich hielten. Und nicht zuletzt finden wir auch bis in unsere Region, in dem Fall sogar aus Halberstadt, also schon im heutigen Sachsen-Anhalt, eine Merkur-Statuette. Das heißt, selbst der römische Götterglaube, Merkur übrigens der Gott der Diebe, aber auch der Gott der Händler, also Merkur kennen vielleicht einige auch als in seiner griechischen Übersetzung als Hermes, ist ja bis heute noch ein Versanddienstleister. Diese Götterfiguren, diese und ähnliche, wurden auch im germanischen Gebiet gefunden, recht weit verbreitet, was eben Rückschlüsse darauf ziehen lässt, dass wohl einige germanische Händler diesen römischen Gott anbeteten. Hier haben wir übrigens eine Figur rekonstruiert, einen reichen Germanen, der auf Funde aus der Nähe von Lüneburg, genauer gesagt Hankenbostel, zurückgeht. Da fand man ein sehr reich ausgestattetes Grab. Man spricht unter Archäologen auch von sogenannten Fürstengräbern, also
Menschen, die man anspricht als ja, Könige oder Herrscher in ihrer Region. Dieses Grab war ausgestattet mit sehr vielen römischen Gegenständen, also Gegenständen römischen Ursprungs, Silberbecher, ganz viele römische Münzen. Die Germanen hatten übrigens auch keine Münzwirtschaft. Also wenn man in so einem Grab römische Münzen findet, dann muss dieser Mensch eben auch einen Handelskontakt mit den Römern gestanden haben, sonst hätte er diese Münzen nicht gebraucht. Und auch andere Anzeigerobjekte, wie zum Beispiel hier dieser Verschluss des Mantels. Man nennt das eine Fibel. Und in diesem Fall ist es eine römische sogenannte Zwiebelkopffibel, weil sie hier an den Enden so drei Zwiebelköpfe hat. Wenn man so eine Fibel in einem germanischen Grab findet, deutet das eben auch darauf hin, dass dieser germanische Mensch etwas mit den Römern zu tun hatte. Ja, weil die Fibel eben stilistisch einer römischen Fibel entspricht und keiner germanischen. Und wenn er sie trägt oder von seinen Hinterbliebenen damit bestattet wird, im Grab also noch diese Fibel trägt, dann können wir das nur so interpretieren, dass es sich hier um einen Mensch handelt, der eine positive Beziehung in irgendeiner Weise ins Römische Reich gepflegt hat. Zum Beispiel waren Germanen auch sogenannte Klientelkönige, also wurden von den Römern bezahlt und in Ämter gesetzt und dann eben mit solchen Gegenständen zum Beispiel ausgestattet. Warum gingen wir jetzt zeitlich so weit zurück zum Thema Völkerwanderung? Nun, das hat damit zu tun, dass zusammenfassend im ersten Jahrhundert Grundlagen gelegt werden, die die Beziehung zwischen Römern und Germanen eben auch bis in die beginnende Völkerwanderungszeit hinein regeln. Germanen sind von Römern zum Beispiel als Söldner angestellt worden. Germanische Fürsten, Lords, wie auch immer man sie nennen möchte, sind von Römern bezahlt worden, um in der römischen Armee mitzukämpfen oder einfach um Frieden zu halten, waren eben attraktive Handelspartner. Das heißt, dieser Kontakt zwischen diesen beiden Welten hat immer fortbestanden und war nicht rein auf Krieg ausgelegt, ja, zwischen diesen beiden Kulturen, sondern es gibt eine starke Vermischung dieser beiden Kulturen und besonders in der Elite können wir das eben im archäologischen Fund fassen. Kurze Formel wäre, je elitärer der Germane, desto näher ist er dem römischen Lebensstil als dem, was wir sozusagen typischerweise als germanisch bezeichnen würden. Und das wird uns jetzt eben auch im nächsten Zeitabschnitt begleiten. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung und gehen ein paar hundert Jahre weiter ans Ende des 5. Jahrhunderts. Im Verlauf des 4. Jahrhunderts taucht der Name Sachsen sehr häufig auf in verschiedenen Schriftquellen. Und zwar wird sogar ein Grenzgebiet nach den Sachsen benannt, nämlich die sogenannte Sachsenküste, Litus Saxonicum. Das ist im Grunde die komplette Küste rund um den heutigen Ärmelkanal, also Nordfrankreich, damaliges Nordgallien, heute gehört auch Belgien dazu, bis in die Niederlande hinein und Südengland. Aus Südengland kommt auch ein Fund, nachdem das hier rekonstruiert ist, nämlich ein sogenanntes Sachsmesser. Oder man könnte auch nur Sachs sagen, weil es ein bisschen doppelt gemoppelt ist. Sachs ist im Grunde der germanische Begriff für Messer. Das ist eine Waffe, die auch die Wikinger später noch benutzen, die aber eben als sehr typisch für die Sachsen galt. Also sie kämpften nicht mit Schwertern und Äxten, sondern häufig eben mit diesen sehr langen, zum Teil auch sehr breiten Messern. Man kann hoffentlich erkennen, hier oben ist eine stumpfe Seite und nur hier unten ist eben eine scharfe Seite, also es ist kein Schwert, sondern eben ein Langmesser. Ja, das hat vielleicht den Sachsen ihren berühmt-berüchtigten Namen gegeben. Und diese Sachsen, die an diesen Küsten auftauchen, ähnlich wie es dann eben einige Jahrhunderte später erst die Wikinger tun, die gelten im Grunde als Piraten, die kommen, überfallen die Region, machen Beute, fahren wieder weg mit ihren Schiffen. Also sehr ähnlich wie später bei den Wikingern. Woher die Sachsen aber genau kamen, also diese Menschen, die eben in den Schriftquellen dann als Sachsen auftauchen, das wissen wir nicht so richtig. Vielleicht kamen sie bis hin nach Dänemark oder aus der Gegend der Elbemündung. Es gibt auch den Nachweis, dass Friesen unterwegs sind, die eben aus dem heutigen Friesland stammen.
Also woher genau die einzelnen Leute kamen, die dann in den Quellen als Sachsen auftauchen, ob die zum Beispiel weit aus dem Hinterland bis hier, wo heute Braunschweig liegt, kamen, das ist sehr unsicher und ungewiss. Ich hatte im ersten Kapitel erwähnt, dass die Römer Germanen auch als Söldner eingestellt hatten. Als sogenannte Föderatenverbände wurden germanische Gruppen dafür bezahlt, mit der römischen Armee zusammenzukämpfen. Und das passiert ganz massiv im 4. Jahrhundert auch mit Verbänden der sogenannten Sachsen. Gerade in Britannien, das berichten Schriftquellen allerdings erst einige Jahrhunderte später, werden viele Sachsen auf die britische Insel gerufen, um mit den Römern bzw. mit der britischen Bevölkerung zusammen gegen andere Aggressoren zu kämpfen, wie zum Beispiel Iren, Pikten, die in das Land dort vordringen. Und die Legende besagt dann, dass so viele Sachsen dahin strömen, dass sie überhand nehmen, dass sie selber zur Macht greifen und die Briten zurückschlagen und daraufhin dann sächsische Königreiche gründen. Genauer gesagt noch angelsächsische Königreiche. Die Angeln sind ein zweiter, ja, Stammesname, der auftaucht und der eben zusammen das Wort Angelsachsen geprägt hat. Wir wissen, dass es im 8. Jahrhundert angelsächsische Königreiche gibt. Aber das ist eben ungefähr 300, 400 Jahre später als die Ereignisse, die dazu geführt haben sollen, dass es diese angelsächsischen Königreiche gibt. Was da genau alles passiert ist in diesen vielen 100 Jahren, das ist ziemlich im Verborgenen, weil aus dieser Zeit eben fast sämtliche Schriftquellen fehlen und auch die archäologischen Funde nicht wirklich viele Aussagen erlauben. Fakt ist, die Römer verlassen im Jahr 410 die britische Insel und geben die Provinz Britannien auf und überlassen sie ihrem eigenen Schicksal. Warum das? Weil die Römer wiederum selber in Gallien zu tun haben. Sie haben es nämlich seit einigen Jahrzehnten mit einer Menge anderer Aggressoren zu tun, unter anderem den Goten und auch den Hunnen. Mitte des 5. Jahrhunderts haben es die Römer bis nach Gallien hinein mit den Hunnen zu tun. Das Ganze ist verbunden mit dem, ich hoffe, berühmten Namen Attila, Attila der Hunnenführer. Attila schafft es mit seinen Reiterverbänden aus der Donaugegend, in der die Hunnen zwischendurch ansässig geworden sind, bis hinein nach Südfrankreich zu ziehen. Und dem stellen sich die Römer entgegen und besiegen ihn 451 in der Schlacht auf den katalaunischen Feldern. Die Hunnen haben ihre Spuren auch bis in unsere Region hinein hinterlassen. Denn ich stehe hier neben der Rekonstruktion eines sogenannten Turmschädels, den man in Schöningen gefunden hat, also bei Helmstedt. Und Turmschädel, das bedeutet, dass der Schädel im Säuglingsalter in eine längliche Form gepresst wurde oder gezwungen wurde durch Bandagen, die man um den Kopf herum eng geschnürt hat bei Neugeborenen. Das ist ein typischer Anzeiger übrigens für Elite. Also das macht nicht jeder hunnische Bauer oder normal Durchschnittsbevölkerung, sondern eben nur die Elite der Bevölkerung, um ja allein an ihrem körperlichen Aussehen selbst zu erkennen zu geben, dass sie eben einem höheren Stand angehören. Ja, jetzt finden wir so einen Schädel hier in der Region, mitten unter anderen Schädeln normaler Kopfform. Und da kann man darauf schließen, dass also eine hunnische Frau, das hat man übrigens nur bei Frauen gemacht, nicht bei den Männern, sicherlich verheiratet wurde hier in unserer Region. Manche nehmen auch an, naja, dieser Schädel könnte vielleicht auch daherkommen, dass man eine hunnische Frau erobert hat, geraubt hat, als Sklavin gehalten hat. Da sie aber inmitten eines herkömmlichen Friedhofs gefunden wurde, wo also die normale Bevölkerung, die hier lebte, auch beerdigt ist, geht man davon aus, dass es keine Person ist, die eben als Sklavin gehalten wurde oder ähnliches, sondern dass sie eher mit ihrem Rang kam als Verbündete. Das ist auch deswegen wieder logisch, weil wir im schriftlichen Vergleich, also mit Schriftquellen, durchaus Belege dafür finden, dass eben Hunnen mit Thüringern verbunden waren. Also das haben wir in Schriftquellen des Oströmischen Reiches zum Beispiel, von oströmischen Historikern. In unserer Region ist so ein bisschen das Grenzgebiet, was man eben nicht genau abgrenzen kann zu der damaligen Zeit, zwischen eben den nachweislich vorhandenen Thüringern bzw. den Gefolgsleuten des Thüringer Königs und den ja vermeintlichen Sachsen. Ja, Stichwort Sachsen, Thüringer
oder auch Franken, zu denen wir später nochmal kommen. Wie kann man das überhaupt im archäologischen Fundgut feststellen, welcher Identität, welchem Volk jemand zugehörig ist? Die Wahrheit ist, es ist sehr schwierig. Wir haben einen ganz besonderen Fundort, den ich euch jetzt vorstellen möchte, an dem man das gut illustrieren kann, wie man versuchen kann, so etwas zu rekonstruieren. Und zwar zeige ich euch das an einem besonderen Grabkomplex, den man gefunden hat in Hemmingen-Hiddesdorf, südlich von Hannover. In Hemmingen-Hiddesdorf fand man eine Grabanlage vor, die für das beginnende 6. Jahrhundert in Norddeutschland einzigartig ist. Und zwar stieß man auf eine sehr große hölzerne Grabkammer, die mit vielen Beigaben ausgestattet war und auch noch ein Palisadenzaun sich drumherum befand. Und rechts und links von dieser Holzkammer ausgehend befanden sich noch weitere Gräber. Und zwar auf der linken Seite einmal Gräber von weiteren Kriegern mit entsprechenden Beigaben. Und auf der rechten Seite ein ebenfalls mit einer Holzkammer ausgestattetes Pferdegrab, was höchstwahrscheinlich das Reittier, das in dem Zentralgrab in der Mitte Bestatteten enthielt. Wer ist hier bestattet, beziehungsweise welchem Volk gehörte dieser Mensch an? Sachsen, Thüringer oder vielleicht Franken? Der Archäologe schaut sich die Funde genau an. Und einer dieser Funde oder Beigaben im Grab ist die sogenannte thüringische Drehscheibenkeramik. Wenn man die kartiert, das heißt, alle Funde dieses Keramiktyps auf eine Karte einträgt, dann entsteht so etwas hier. Und wie hoffentlich zu erkennen, dieser rote Punkt da oben markiert den Fundort Hemmingen-Hiddesdorf. Und jetzt können wir schauen, wo ist die thüringische Drehscheibenkeramik hauptsächlich zu finden. Also, ihr könnt euch denken, der Name kommt nicht von ungefähr. Das ist der mitteldeutsche Raum, also das, wo heute Thüringen sich befindet. Ein wenig noch hier Richtung Südosteuropa, aber nicht im Norden und nicht im Westen. Insofern ein Hinweis darauf, dass der hier Bestattete etwas mit den Thüringern zu tun hat. Eine andere Karte entsteht, wenn man sich die Kultur des Pferdebestattens anschaut. Das ist eine Karte, die Pferdegräber im 6. Jahrhundert zeigt. Und es gibt hier im Westen ein paar wenige Ausnahmen. Eine davon werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Aber in der Regel sieht man auch hier eine Verdichtung von Pferdebegräbniskultur im mitteldeutschen thüringischen Raum. Hier der rote Punkt wieder, Hemmingen-Hiddesdorf. Also, das zwei Hinweise darauf, dass der an diesem Grabkomplex bestattete Mensch sicherlich entweder ein Thüringer war oder eine Beziehung zu den Thüringern pflegte. Denn er hatte eine Kulturtechnik übernommen, die sonst eben nur im thüringischen Bereich üblich war. Schön wäre, wenn es so einfach wäre. Tatsächlich ist das Grab aber leider noch komplizierter. Denn es beinhaltete auch dieses Objekt und dieses Objekt. Und das sind Glaswaren, die aus dem fränkischen Raum kommen. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Rüsselbecher. Wir haben hier auch eine wunderschöne Rekonstruktion in der Vitrine. Und die stammen ja aus dem fränkischen Raum, wie ich sagte, aus Gallien, aus Glaswerkstätten, die schon die Römer begonnen hatten. Heißt das jetzt, dass es sich hierbei um einen Franken handelt in dem Grab? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber dieser Mann hatte immer noch Beziehungen, wenn auch nur Handelsbeziehungen, ins Frankenreich. Man sieht also, es ist kompliziert mit den archäologischen Funden. Kommen wir jetzt noch mal etwas genauer zu den Franken. Die Franken sind ein germanischer Stamm, beziehungsweise müsste man korrekterweise sagen, auch die Franken bestanden aus vielen einzelnen kleinen Verbänden, die sich erst zu einem größeren zusammenschlossen, die schon im 4. Jahrhundert nach Gallien migrierten. Also hier in das heutige Frankreich. Zu römischer Zeit bildeten sie dort die Minderheit unter der sonst galloromanischen Bevölkerung, aber einzelne Franken stiegen in hohe militärische Ämter auf. So zum Beispiel Childerich, dessen Grabfunde wir uns
jetzt anschauen. In dieser Vitrine hier haben wir einige Grabbeigaben des Grabes von Childerich ausgestellt. Childerich ist der erste fränkische Anführer, der mit Rex, also König, angesprochen wird. Man könnte auch sagen, er ist zugleich der letzte Franke, der noch unter römischer Regentschaft Befehlshaber der römischen Armee ist. Diese Fibel, die wir hier sehen, die Nummer 1, die weist ihn als Offizier oder hochrangigen Anführer der römischen Armee aus. Hier handelt es sich nämlich wieder um so eine römische Zwiebelkopffibel, die man in dieser und ähnlicher Form vom Oströmischen Reich bis nach Britannien überall findet. Childerichs Sohn Chlodwig wird der erste große Frankenkönig werden. Er hat schon bei der Beerdigung seines Vaters diesen Anspruch deutlich inszeniert, indem er nämlich zum einen seinem Vater so wahnsinnig viele wertvolle Goldobjekte mit ins Grab gab, aber zugleich auch rundherum um den Grabhügel von Childerich 21 Pferdegräber errichten ließ. Er ließ 21 Pferde schlachten und mit bestatten. Das Childerich-Grab befindet sich in heutigen Tournai in Belgien. Sein Sohn Chlodwig wurde zum ersten großen Frankenherrscher, weil er zunächst alle Franken hier im Mittelrheingebiet vereinigte und dann den letzten weströmischen Statthalter schlug, dann die Westgoten schlug, die hier in Südfrankreich, heutigen Südfrankreich, lebten und er sie nach Spanien zurückdrängte und so durch viele kriegerische Aktivitäten viel Land eroberte. Chlodwig unternahm also eine hauptsächlich militärische Expansion, aber er ließ sich auch taufen, katholisch taufen und übernahm damit die Religion der mehrheitlichen Bevölkerung in seinem Land und stülpte nicht seine eigene Religion dieser besiegten Bevölkerung über. Außerdem baute er sein ganzes Staatswesen, wenn man das so nennen möchte, in der Zeit auf den vorhandenen ehemals römischen Strukturen auf. Und so schuf er ein lang andauerndes Reich, das Frankenreich, was ja noch Jahrhunderte bis Jahrtausende überdauern sollte. Chlodwigs Erben griffen nach seinem Tod übrigens das Reich des Thüringerkönigs an und sie vernichteten dieses im Jahr 531. Die Marschroute führte die Franken höchstwahrscheinlich vom Rhein aus über den Hellweg in das Herrschaftsgebiet des Thüringerkönigs. Und so fand die Schlacht höchstwahrscheinlich auf Gelände statt, das heute nach Niedersachsen gehört und in dem damals sicherlich Menschen lebten, die man vielleicht als Sachsen bezeichnen könnte. In den Vitrinen neben mir ist die Ausstattung eines sehr reichen fränkischen Grabes. Hundertprozentig fränkisch, denn es stammt aus dem Kerngebiet der Franken ganz in der Nähe von Köln, genauer aus Krefeld-Gellep. In diesem Grab befand sich, das ist ziemlich selten, ein Helm. Dieser Helm, der da so schön golden glänzt, ist ein Spangenhelm, übrigens byzantinischen Typs. Also das heißt, in einem fränkischen Grab der Helm ist von einem Typ, wie man ihn in der oströmischen, Ostrom-Byzanz, das sind synonyme Begriffe, in der oströmischen Armee getragen hat. Das Grabinventar umfasste neben dem Helm noch eine ganze Menge anderer Waffen, neben übrigens auch Kochgeschirr wie diesem Kessel und einem Bratspieß. Einige davon möchte ich kurz vorstellen. Im Hintergrund in der Mitte zu sehen ist ein Schildbuckel. Ein Schildbuckel ist das Metallteil, was sich in der Mitte von so einem frühmittelalterlichen Rundschild befindet, was nämlich die Hand schützt, die im Hintergrund den Schild hier in der Mitte trägt. Daneben war im Grab ganz in der Mitte der Vitrine zu sehen ein Schwert. Das ist hier noch in der Scheide drin, in der Lederscheide. Rekonstruiert sieht das Schwert in etwa so aus. Die Holzteile hier beim Griff, die vergehen natürlich im Laufe der Zeit. Die, wenn man so will, typischste Waffe in der Grabausstattung ist hier dieser Axtkopf. Dieser Axtkopf, der zu einer fränkischen, typisch fränkischen Wurfaxt gehört, die man auch Franziska nennt nach den Franken. In der direkten Gegenüberstellung zum fränkischen Grab schauen wir jetzt hier in eine Vitrine mit Objekten aus einem Kriegergrab aus Beuchte. Das ist bei Schladen, also nördlich des Harzes, ganz hier in unserer Nähe. Und dieses Grab ist nicht wirklich großartig anders ausgestattet. Ein bisschen weniger reich ausgestattet, aber es spiegeln sich ähnliche Elemente wie der Schildbuckel
oder auch die Lanzenspitze, sogar der Bratspieß sind sehr gleich. Es fehlt ein Schwert, aber es fehlt auch ein Sachs oder irgendeine andere vermeintlich typisch sächsische Waffe in diesem Grab. Neben den Waffen befand sich in diesem Grab eine Goldmünze. Und zwar ist das die Münze des oströmischen Kaisers Anastasius. Jetzt könnte man fragen, oder müsste man, wie kommt die in dieses Grab? Dieser ja, vermeintliche Sachse oder vielleicht auch Thüringer hatte also etwas mit dem oströmischen Kaiser zu tun. Die Münze befand sich übrigens im Mund des Verstorbenen. Was sagen solche Gräber aus über Identität und Zugehörigkeit zu einem Volk oder einem Stamm? Tatsächlich eben sehr wenig. Waffen sind Waffen und unterscheiden sich nicht allzu sehr in dieser Zeit. Kriegergräber sehen fast in Gesamteuropa sehr ähnlich aus. Identität an Gegenständen festzumachen ist schwierig. Ein kleines Beispiel aus der Jetztzeit dazu. Stellt euch vor, in 500 Jahren öffnet einer unser Grab, sofern wir den Grabbeigaben auch benutzen würden, und wir haben ein Handy dabei, was vielleicht aus Taiwan oder aus China oder aus Japan stammt. Oder wir haben ein Trinkgefäß dabei, was aus einem der bekannten Läden kommt, in denen Kaffee oder Fastfood verkauft wird, die aus den USA stammen. Was sagt das dann über unsere Identität aus? Zum Beispiel als Deutscher oder als Niedersachse, als Braunschweiger. Als typischer Anzeiger für eine Identität kann im archäologischen Sinne Schmuck dienen oder Verzierungen auf Gefäßen und auf Gegenständen. Die kann man sehr gut typisieren und dann kartieren und so eben schauen, welche stilistischen Gruppen wo ansässig sind und das eben dann mit Völkern übersetzen oder gleichsetzen. Schauen wir uns aber die verschiedenen Funde von Fibeln im 5., 6. Jahrhundert in Niedersachsen an, so stellen wir fest, dass wir nicht den einen typischen Stil in Niedersachsen finden können, der eben dann stellvertretend für die Sachsen als Volk stehen würde. Stattdessen finden wir ein Mischmasch verschiedener stilistischer Formen, die sonst typischerweise aus anderen Gegenden kommen. Im Beispiel von unserem Mädchen hier haben wir eine Person rekonstruiert aus Issendorf, das ist bei Hamburg, und die wurde beerdigt mit Fibeln, die sonst aus dem mitteldeutschen Raum kommen. Also die typisch sind im Bereich des heutigen Thüringen und singulär bis in der Nähe von Hamburg vorkommen. Genauso gibt es singulär Funde von Fibeltypen, die sonst typischerweise in England vorkommen, typischerweise im Raum um Frankfurt am Main vorkommen, also südliches Hessen, oder die sogar in Skandinavien vorkommen. Ein weiteres Beispiel, was die Komplexität von Bildquellen oder Sachquellen im Gegensatz zu Schriftquellen darstellt, ist dieses Objekt hier, beziehungsweise die Rekonstruktion eines Objekts. Der Originalstein steht in Halle. Dieser Reiterstein aus Hornhausen, ja, zeigt im Grunde einen bewaffneten Krieger aus dem 6. Jahrhundert. Man kann eine Lanze erkennen, ein Rundschild. Aber dieser Stein ist nicht etwa der Grabstein eines Kriegers, sondern er ist ein Stein aus einer Kirche, bildet nämlich den Abschluss einer Art Kanzel, also wo man die Predigt gehalten hat, inmitten einer Kirche. Und so ist es ein Objekt, was gleichzeitig ein Zeugnis für das Christentum im 6. Jahrhundert mitten im vermeintlich noch heidnischen Sachsen darstellt. Auch das wieder Beleg dafür, dass die Geschichte nicht immer einfach ist. Und man sagen kann, alle Sachsen sind Heiden bis ins 9. Jahrhundert hinein. So, damit sind wir am Ende unserer kleinen Führung angekommen und kommen zur Frage, was haben wir jetzt gelernt? Was können wir aussagen über die Menschen unserer Region zur Zeit der Völkerwanderung, also die vermeintlichen Saxones? Fakt ist, wir haben uns viele archäologische Objekte angeguckt, dass man an ihnen nicht so richtig Identität festmachen konnte. Beziehungsweise, wenn überhaupt etwas, dann, dass sich die Elite, die Menschen, von denen wir die meisten Grabfunde nun mal überliefert haben, sehr stark an anderen Völkern orientierten. Zunächst an den Römern, später an ihren Nachfolgern wie den Franken oder anderen, zum Beispiel auch Gefolgsleute des Thüringer Königs waren. Etwas ganz spezifisch Sächsisches kann man schwer erkennen. Die Namensnennung Sachsen haben wir vom 3. Jahrhundert
bis heute hinein. Aber das heißt nicht, dass die Menschen etwas miteinander zu tun haben, dass eine Kontinuität zwischen ihnen besteht. Die Sachsen im 3. Jahrhundert waren Piraten im Ärmelkanal, in Nordfrankreich, Südbritannien. Sachsen im 6. Jahrhundert kämpften vielleicht mit den Thüringern oder mit den Franken. Sachsen kämpften Ende des 8. Jahrhunderts, Anfang des 9. Jahrhunderts hier in unserer Region in Niedersachsen gegen die Franken, gegen Karl den Großen, der sie alle unter diesem einen Namen zusammenfasste, sie alle als Heiden diffamierte und eine christliche Mission vorantrieb. Vielleicht hat sogar dieser Krieg, die Sachsenkriege, die über 30 Jahre dauerten, erst dazu geführt, dass sich überhaupt eine gemeinsame sächsische Identität ausbilden konnte. Aus vormals mehreren hundert oder zumindest zig verschiedenen Stämmen, deren Namen wir einfach nicht kennen. Fassen wir nochmal zusammen, was ist denn ein Volk? Ein Volk hat eine Kultur. Das könnte man nochmal unterteilen in eine Sprache. Trägt gleiche Kleidung, hat die gleichen Frisuren, gleichen Schmuck, eine bestimmte Art vielleicht zu bauen, bestimmte Waffen, die sie benutzen. Das alles finden wir bei den Saxones nicht kontinuierlich im gesamten ersten Jahrtausend. Wir finden eine große Heterogenität. Und sicherlich habt ihr auch schon im Unterricht gehört, dass selbst bei besser belegten Völkern wie den Franken oder den Ostgoten, Westgoten, Vandalen, wie auch immer, es nicht einen klaren Weg gab mit einem geschlossenen Volk vom Ursprungsort bis zum Endsiedlungsort, sondern dass diese Völker sich veränderten, Menschen aufnahmen, Menschen hinwegfielen, Kultur sich veränderte, sie bestimmte Elemente von den Römern in sich aufnahmen, andere erneuerten. Die ganze Zeit, die ganze Epoche ist etwas komplizierter, als man das vor 100 Jahren noch dargestellt hat. Bei den Sachsen ist nochmal zusammenfassend das Spezifische, dass ihr Name zwar vorkommt im gesamten Zeitraum der Völkerwanderung, aber dass die eigentliche Ethnogenese eines sich selbst so empfindenden Sachsenstammes, wenn dann erst im 10. Jahrhundert stattfand. Auf Wiedersehen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.